Hinterm Haus patrouilliert auch noch einer. Ich glaube nicht, dass das hier der richtige Weg ist. Wenn ich jetzt auf den drauf gehe hier, klar, ich könnte ihn weglocken, aber ich kriege den aus dem Turm halt nicht weg. Und dann habe ich noch das Risiko, der hinterm Haus leer läuft, der kommt mir wahrscheinlich entgegen, wenn ich mich hier lang sneak, weißt du? Ich probiere es trotzdem mal. Moment mal, das sehe ich mir an. Geh nicht zu weit. Zack. Scheiße. Ja, das war wieder zu viel des Guten, glaube ich. Detanic. Hier reicht's. Kriegst du so schnell nicht hin. Okay, ich glaube, es war der richtige Weg. Ich glaube, es war richtig. Ja, wenn du natürlich auch mal 5 Versuche brauchst, dann brauchst du auch ewig in dem Game, ne? Okay. Ist natürlich so. So, gleicher Weg wie gerade. Ich probiere es jetzt mal ein bisschen schneller. Bam, bam, Feierabend. Das ist der sogenannte Kollateralschaden. So, Holz hatten wir hier mitgenommen. Oder nochmal hinten. Ja, aber nee, hintenrum ist blöd. Hintenrum ist einfach blöd. Aber das Ding ist natürlich, sobald ich auch einen kille und der jetzt hier zurückkommt von der Station, der hier rumläuft, dann suchen mich instant halt alle. Ich glaube, ich kille einfach mal gar keinen. Ziel war was? Suchen Sie nach einem Weg, das Tor zu öffnen. Aber wenn das Tor geöffnet wird, sehen mich ja auch alle, ne, oder? Wir gucken mal. So, die kann ich nochmal aufmachen. Munition mitgenommen. Hier ist eben jetzt diesmal keine Kiste. Auch ganz interessant. Spawn-Chance scheint unterschiedlich zu sein. Moment mal, das sehe ich mir an. So, er patrouilliert da gerade zurück. Er da oben sieht uns komischerweise von hier aus nicht. Jetzt gehen wir einfach mal direkt hier rein. Ich glaube, hier ist... Ja, geil. Wie heile ich mich denn nochmal? Ah ja, so. Okay, also wenn du es auslöst. Na, wie ist es, bald 31 zu sein? Ja, top. Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Nice, ich spawn jetzt einfach hier, weil ich es geschafft habe. Ich bin schon drin. Interessant. Das war jetzt ein bisschen lame. Das war jetzt ein bisschen sehr lame, weil ich habe das Ding ausgelöst und bin einfach dann... Quasi, hab einen neuen Sicherheits-, neuen Checkpoint gegriffen. Passt doch, ne? Kannst du die Lampen verwenden? Die Lampen? Was für Lampen? Ja, ich wurde gesehen, weil man die Leiche gesehen hat. Das kann gut sein. So, jetzt muss ich zu Jacob zurück. Der hier unten muss weg. Das Ding ist halt, man kann ja auch nicht wie bei Splinter Cell oder so die Leichen einfach wegtragen. Das ist ein Problem. Ein Sturm kommt auf. Wir müssen die Helis bald landen lassen. Wir müssen noch ein Riesengebiet absuchen.
Wir müssen einfach mehr Männer rausschicken. Konstantin will Leute in der Kupfermine. Ist da irgendwas? Sie haben alte Aufzeichnungen im Gefängnis gefunden. Bilder von Ruinen und Kampen. Oh, Junge. Ob die Sowjets wohl wussten, was hier versteckt war? Zuerst nicht. Aber sie haben es offensichtlich rausgefunden. Komm ich denn das da vorbei? Das meiste Zeug ist Jahrzehnte alt. Sie scheinen nichts mitgenommen zu haben, als sie abgehauen sind. Ja, das macht mir Sorgen. Vielleicht sind sie nicht gegangen. Wie viele Einheimische sind wohl noch da draußen? Die sehen mich safe. Können nicht allzu viele sein. Den Weg kannst vergessen. Sie kommen von irgendwo auf der anderen Seite des Berges. Wenn der Sturm sich legt, schicken wir Leute hin und räumen sie aus. Um im Turm. Gottverdammte Wilde. Ja, als ob die Zeit stillgestanden. Achso, das kann sein, dass die Leiche gefunden haben, ja. Aus den Gefangenen rausgefunden? Gar nichts. Wir haben alles. Lara. So, der ist gefährlich hier. Jetzt ist die Frage. Nice. So, jetzt bin ich wieder in Startformation. Kann ich jetzt hier wieder rein? Oder was haben wir jetzt vor? Wo soll denn Jakob jetzt sein? Jacob? Finden Sie Jacob, ne? Finden Sie Jacob. Da vorne ist er. Ah ja, ich muss durchs Tor. Macht Sinn. Ich glaube, da draußen ist jemand. Shit. Die hätte ich killen sollen. Aber... Da hätte ich einen von weglocken müssen. Kann auch sein, dass er jetzt patrouilliert und dann woanders hingeht. Flaschen, ja. Ich glaube, da draußen ist jemand. Würde Sinn machen. Eindringling! Wie oft willst du sterben, Gerdes? Ja. Meine Fresse. So, pass auf. Jacob, den da unten lassen wir jetzt leben. Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Ja, wobei ich muss ja auf die... Ah, nee, ich muss auf die andere Seite. Okay, pass auf. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Irgendwie der hier unten, den gibt's irgendwie gar nicht mehr. Oh. Oh. Okay, da war ich noch drin. Huh, das war eng. Wo ist der Death Counter? Nicht da. Die stellen halt auch keine Fragen, die schießen gleich. So sieht's aus. Also, den hier um die Ecke killen wir. Den oben lassen wir stehen. Die in der Mitte locken wir mit einer Flasche weg. Einer haut ab, einer bleibt stehen. Der, der stehen bleibt, den müssen wir killen. Wir werden aber wahrscheinlich von oben gesehen. Kann es eigentlich auch nicht machen. Es ist nicht einfach. Matsch. Bam, bam, Feierabend. So, den hier oben, den werden wir nicht wegkriegen, weil wir da nicht hochkommen. Kommen wir... Oder kommen wir da was Holz hoch? Oh, doch, da kommen wir hoch. Wir kommen hier hoch. Ja, dann ist, hat das, ja, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Hallo, Mäuschen. Aha, ach so. Ja, jetzt werde ich langsam warm. Wird auch langsam Zeit nach 53 Minuten. So, dann ist einer im Turm, der interessiert uns nicht. Dann haben wir noch zwei, die dahinter stehen. Und die anderen beiden stehen hier vorne. Die locken mit einer Pulle weg. Achso, jetzt noch Holz. Sag das doch. Haben wir noch eine Pulle irgendwo? Ach, guck mal. Ein Sturm kommt auf. Marsch. Die Helis bald landen lassen.
So, während er sich auf den Weg macht. Der Rest ist uns eigentlich egal. Er wird jetzt gleich die Leiche finden. Und wir hauen hier erstmal ab. Frage ist nur, wohin? Ja, schwärmen wir aus, ist gut. Stellen Sie sich neben den Pfosten, um eine Seilbrücke zu schaffen. Verstehe. Kann ich mich hier nicht ducken? Stellen Sie sich an den... Ach so, verstehe. Könnte überall sein. Nein. Hier. Hier ist nichts. Er sieht mich einfach nicht. Was? Das gibt's aber. Was denn? Was war's denn, Alter? LOL! Jacob! Clip geht raus, danke. Gehen Sie zum Hof. Unfassbar. Unfassbar. Ja, das Game hat keine Bugs, scheinbar. Läuft. Warum sitzt er jetzt wieder da unten? Also so kommst du auch nicht voran in dem Game. Egal, wir gehen wieder den gleichen Weg. Ich glaube, wir waren eigentlich ganz gut unterwegs. Matsch, bumm. So, das hört er da oben eh nicht, weil er nämlich taub ist. Na? Sind die mit Bogen auf Kopf nicht One-Hit? Ja, da sind die, mit Sicherheit. Wenn du allerdings kein Fadenkreuz hast, ist das blöd. Ey, guck dich direkt an. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Er guckt mich direkt an. Hier ist nichts. Alles klar. Alles klar, Digi. Da ist nichts. Eindeutig. Lara, ich will hier runter. Mäuschen. Alto Belly. Ganz wild. Ganz wild. Ein Sturm kommt auf. Wir müssen die Hedisbad landen lassen. Geh du mal erstmal zur Pulle, Junge. Hä? Oder ich kill ihn nicht. Aber ich glaube, ich muss sie killen, oder? Kann ich auch dran vorbeisneaken? Okay, ich habe mich einfach dran vorbeigesneakt. Vielleicht ist das besser. Stellen Sie sich neben den Pfosten. Ja, ich komme ja auch nicht. Ja, toll. Das hat aber die andere Leiche gefunden. Überprüf das Gebüsch. Ja, und hier komme ich wieder nicht hoch, verdammte Axt. Ach, Dicky. Begebe mich in Position. Schaff sie! Ich erwische den auch nicht, ne, mit dem Bogen. Ah. Das wird nix. Langsam wird's nervig. Okay, also du hast wirklich nicht viel Zeit. Du hast nicht viel Zeit. Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Oder wir killen gar keinen. Da wäre dann die Frage... Kann in der Theorie auch hier hoch? Ja, ich glaube... Ja, warte mal. Wäre auch eine Idee. Ja, scheiße. Finisher! Ja, komm mal hier hoch. Ach scheiße, wir haben Turm. Wir haben Turm. Ja, ich bin schon wieder tot. Ja, schade. Warum hast du kein Fadenkreuz? Ich weiß es nicht. Ich hatte vorher ein Fadenkreuz. Ich verstehe es auch nicht so ganz, muss ich sagen. Also mit dem Bogen habe ich kein Fadenkreuz mehr. Weil
Weil ich irgendwie so ein Seil... Ich habe nur so einen Seilbogen gerade, glaube ich. Okay, also wenn du... Also wenn du genau im richtigen Moment darüber springst, musst du keinen killen, glaube ich. Ja? Wenn du dich jetzt hier dranhängst und du springst genau im richtigen Moment darüber, dann kannst du, ohne dass er dich da oben sieht, abhauen. Ist aber schwer. Mach dir einen Dot drauf. Wir sind ja nicht erst 8-mal verreckt oder so, ne? Also, kann man machen. Ah, ne. Das ist schon zu eng. Das ist schon zu eng. Viel Zeit hast du nicht. Du musst, glaube ich, direkt hier hoch. Wenn er sich umdreht. Hier sieht er mich nicht. Oha. Mashallah. Der war gut. So, und dann musst du nämlich nur... Nimmst du eine Pulle? Schausen, Kakaosen. Ich geh mal nachsehen. Bin gleich zurück. Ich geh mal nachsehen. Halt die Augen auf. So, jetzt bin ich hier. Und sneak mich hier durch. Was war das? Ich verstehe halt nicht, was ich hier machen muss. Oh nein, jetzt kommt er wieder hier hin. Nice, Diggi. Da ist ein Pfeil. Irgendwas geht davor. Oh nein. Stellen sich neben den Pfosten, um eine Seilbrücke zu schaffen. Ich verstehe nicht, was ich da machen muss. Sieht okay aus. Daneben stehen und auf eine andere Seilstelle schießen. Oh. Ja, und dann? Okay. Du musst neben dem Pfosten stehen und dann da hinschießen. Ja, das ist mir wohl bewusst. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach. Das ist das Problem, ne? Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, ja, zu dumm sind oder was. Das Ding ist aber, er wird mich dann wieder sehen. Hundertprozentig. Daneben. Wieder daneben. Aha, Mashallah. Meine Fresse. Es sind Patrouillen zu den großen Grabungsstellen unterwegs. Ja, Lara, ich möchte hier gerne runter. Hallo? Hier. Hier. Ich muss da reinkommen. Kann ich mich nicht einfach fallen lassen? Space. Nee, E ist eigentlich interagieren, aber irgendwie... Also heute ist aber, heute läuft aber auch gar nicht, ne? Lara, hallo. Sag mal, ey, das kann doch nicht so schwer sein hier. Was ist denn hier los? Steuerungstipps anzeigen. Nee, Tastenzuweisung. Meine Fresse. Gehen, sprinten, springen, fallen lassen, ausweichen. Fallen lassen, ausweichen, C. Meine Fresse. Es wäre C gewesen. Vielen lieben Dank. Ach, warte mal. Ah ja. Jacob, was macht ihr da? Der ist, glaube ich, auch nicht ganz sauber. Hier muss es sein. Scheiße. Vorsichtig, Lara. Sowjetaufzeichnungen sind recht überzeugend. Ah, okay, der gehört auch dazu. Wir lassen sie am Leben. Vorerst.
nee, doch nicht. Okay, der war nur da, wo die das, okay, besprochen haben. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Gott sei Dank. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Boah, da muss ich erstmal andere brauchen, Seite des Berges. Bald. Dein ist Tag euch auch so warm? Unser Tag. Genau. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. So. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe. Was ich geopfert habe. Was mich erwartet. Also, wo er mich da gerade angeguckt hat und gesagt hat, hier ist nichts, da wäre ich bald vom Stuhl gefallen. Oha. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Ich hole mir mal eben noch ein Wasser. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Das sag ich dir. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Wie die raucht. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Leben ohne Sünden. Killen aber alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja. Das ist erlaubt, scheinbar. Was tun Sie? Lara, mach Foto. Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Schönes Wer Bild. Reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Verstecken Sie sich vor den Trinity-Soldaten. Okay. Okay. Ich muss hier irgendwie raus. Sweet Home Alabama. Mach Foto, tust du Facebook. Mach ich Foto, tu ich Facebook. Uah, schon wieder Schlotte. Überall, egal was wir spielen. Uah. Am Ende hängst du immer in der Schlotte drin. Kann ich hier hoch? Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Ach, Gulag auch noch. Call of Duty. Loot, 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 looten. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Croft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Aha. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Also auch hier wieder die Stimme sehr gut, finde ich. Hab Gulasch verstanden. Ja, da musst du dir mal die Ohren waschen. Verdammt, ich muss hier raus. Karte aktualisiert, das ist schon mal sehr gut. Ja, die werden hier gleich reinkommen, glaube ich. Dann gehen wir doch mal raus.
Habe ich jetzt dann, das ist es ja. Da kann ich den guten HNO-Arzt empfehlen. So. Ich glaube, jetzt sind die gleich im Nebenraum drin. Jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir schnell durchlooten. Eifriger Lerner. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Also EP sammeln wir auf jeden Fall ganz gut bisher. Das ist eigentlich ganz okay. Hier greift wieder der Seilpfeil. Seilpfeile können auch an Seilrollen befestigt werden. Bam! Oh, ne, leider daneben. Ja, das macht Sinn. Wow. Ich bin gut. Was die Lara alles kann. Und kann ich da jetzt auch dran, oder? Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Ach, Lara. Vielleicht kann ich diese Kurbel benutzen. Ja, meine ich doch die ganze Zeit. Mit links oder rechts bedienen sie... Achso, ja. Geht doch. So. Okay, wir haben Fähigkeitspunkt. Die Kurbel geht auch nicht zurück. Gut. Wenn wir jetzt schlau wären, würden wir das Ding einfach wieder da reinlegen. Aber so schlau sind wir, glaube ich, nicht.